Ja, hallo. Eva Rosen hat es richtig vorgemacht, ist in die Basis gewechselt. Nicht mehr gegeneinander, sondern alle Kräfte auf eine. Und die Basis ist nun mal die größte im Moment. Also sofort alle nachmachen, auch bitte alle Orga-Teammitglieder von die Frack-Partei. Und dann sofort eine offene Expertenliste aus mindestens 5 Experten mindestens mit den Next Scientists for Future.de und dann ein besseres Wahlprogramm machen, weil nur so geht es. Und dann auch nicht mehr über irgendwas reden, sondern in jeder Talkshow nur noch über Reformen, denn die Leute, die die Maßnahmen nicht wollen, die wählen sowieso die Basis. Aber es geht ja darum, dass das nicht reicht. Es müssen noch mehr Wählerschichten erschlossen werden. Also, und das geht nur mit dem Potenzial von 56% der Next Scientists for Future.de Reform. Es müssen so Sätze drin sein wie: Endlich wird mein Arzt dafür belohnt, wenn er mir hilft, durch kostenloses Präventivkursangebot, dass ich nie Krebs oder Herzinfarkt bekomme. Und mein Supermarktleiter wird dann belohnt, wenn er mir immer gesündere Nahrung liefert und ich infolgedessen viel gesünder und länger leben kann. Das sind konkrete Reformen, nicht nur leere Worte und schöne Ideale sozusagen. So, also deswegen. Lieber Professor Bhakti, ja, Sie haben einen Aufruf gemacht zu Wien, 31. Januar Demo. Ich glaube nicht daran, dass sowas irgendwas noch bewirken kann und wird. Bitte hier unten rechts schneller drehen, weil ich ja so langsam rede an diesem rundlichen Ding. Also Bhakti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Eva Rosen, alle ist jetzt Eva Rosen nachmachen, alle in die Basispartei und dann darauf drängen, dass eine offene Expertenliste geführt wird, ja, sozusagen. Und jetzt technische Fehler. Jetzt beende ich mal die Präsentation. Jetzt müssten Sie hier die Teilnehmer der Talkshow heute Abend sehen. Heute Abend erwarten wir einen Expertenreformer, der mit seinem Konzept und dann natürlich auch wieder die Next Scientist for Future und ja, und die beiden werden ausgequetscht daraufhin, welche konkreten Reformformulierungen Sie haben und ja, also und heute einfach melden, nextscientistsforfuture.de, wer heute Abend mittalken will. Ich winke mal gerade, ja, ich glaube, man sieht die Hand. Da werde ich heute Abend sitzen vor der Kamera. Und ja, von daher, ich zeige noch mal ein paar Bilder. Also diese offene Expertenliste, über die dann konsensiert werden muss von der Parteibasis. Also nicht nur über die Liste, sondern dann vor allem da auch das, was das Ausquetschen der Experten in den Talkrunden, in den Zoom-Talkrunden erbracht hat, sozusagen. Das ist entscheidend. Ja, jetzt. So, jetzt läuft sich das wieder auf und hier haben wir noch mal unser Thema. So, jetzt haben wir hier diese Präsentation. Ja, Sie sehen es. Genau, das war die Talkshow vom Donnerstag. Unbedingt anschauen. Sehr viele gute Fragen und gute Antworten. Und ja, was ist das wichtigste Thema jetzt für heute? Hier noch einmal das.
können wir mal als wichtigstes Thema für jetzt formulieren. Unsere geliebten Milliardärskönige und Politikkönige und Journalistenkönige. Es hat keinen Sinn, mit der Demo am 31. Januar dagegen anzukämpfen in Wien. Das geht nicht. Diese Menschen sind sehr schwer zu überzeugen und weil sie dem Mainstream angehören, weil sie sozusagen überhaupt kein Bewusstsein haben für den antikooperativen Anteil. Sie gehen davon aus, dass die Pharmakonzerne, Impf- und Test- und Maskenkonzerne alle sich in der Wahrheit befinden würden und dass es sich um Engel handeln würde, die selbstlos die ganzen finanziellen Fehlanreize nicht beachten würden. Und diese Leute überzeugen, ist unendlich schwierig. Die sind in ihrer Blase gefangen. Das Einzige, was hilft, ist am 14. März anders wählen, 5% erreichen. Das ist das Einzige, was hilft. Bitte darauf konzentrieren. Ja, und dann so viel. Ja, und wie gesagt, heute Abend Talkshow bitte melden. Und ja, das war's für diese ganz kurze Sendung. Tschüssi, bis bald.